Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es um meine liebsten Lidschatten und Lidschattenpaletten, die in diesem Jahr bisher gelauncht sind oder die ich in diesem Jahr neu für mich entdeckt habe. Also nicht alle Produkte, die ich hier zeige, sind genau 2021 gelauncht worden, aber ich habe sie mir im ersten Halbjahr gekauft und daher fallen sie auch für mich in dieses Video. Wie auch bei meinen gesamten Favoriten ist es mir so ein bisschen schwer gefallen auszuwählen, weil ich kann mich nicht auf eine Lidschattenrichtung festlegen. Also ich kann nicht genau sagen, ich mag immer super pigmentierte Lidschatten oder super farbenfrohe oder ich mag die Formulierung ganz gerne oder die. Ich mag ganz viele verschiedene Formulierungen zu verschiedenen Anlässen. Also ich, je nachdem wie ich mich fühle, greife ich auch Lidschatten, die mir das bieten. Deswegen werde ich auch immer dazu sagen, warum ich diese Lidschatten mag oder was die mir bieten. Ich finde es nämlich sonst immer sehr schwer, wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist super toll, irgendeine Pat McGrath Palette, und aber jemand anderes, der mag überhaupt keine so stark pigmentierten Farben oder will was, was ganz einfach und easy geht, dann sind meiner Meinung nach bestimmte Paletten oder bestimmte Lidschattenformulierungen einfach nichts. Und ich muss sagen, für mich, ich gewinne vielen Lidschattenformulierungen was ab und ja, je nachdem für was ich gehe oder was ich suche, sind das auch andere Marken und Lidschatten, die ich benutze. Bevor ich überhaupt Lidschatten benutze, ist für mich immer ganz wichtig, einen Lidschattenprimer zu verwenden. Ich habe in diesem Jahr einige ausprobiert und einige neue für mich entdeckt. Meine Präferenz bei Lidschattenprimern ist auf jeden Fall, dass sie eine gewisse Abdeckung bieten. Meine Augenlider haben viele Rötungen und ja, Unebenheiten, auch viele Äderchen, die man sieht. Deswegen möchte ich immer, dass Lidschattenprimer mir eine gewisse Abdeckung bieten und einfach die Oberfläche ausgleichen und so eben wie möglich machen. Daher sind für mich oder scheiden für mich schon mal Lidschattenprimer aus, die vielleicht als Lidschattenprimer gut funktionieren, aber die mir keine Abdeckung bieten. Welches Produkt ich super lieb gewonnen habe und das eine absolute Top-Neuentdeckung für mich ist, ist der Sigma Eyeshadow Base Primer. Ich habe den in der Farbe Ignite. Der sieht so aus, also das ist ein Stift, den man rausdrehen kann. Und dann ist die Oberfläche so, ich male das mal hier auf meine Hand. Das ist jetzt ja so eine beige Hautfarbe, der passt für mich super. Der ist sehr schön cremig, ohne zu cremig zu sein. Also wenn es bei mir schnell gehen muss oder morgens, verwende ich immer den, weil rausdrehen, einmal hier so ein bisschen übers Auge drüber mit dem Finger verteilen und fertig bin ich. Ich liebe den, der ist nicht zu trocken, nicht zu nass, also der trocknet meine Augenlider nicht aus, aber der ist auch nicht so ölig, also der lässt sich sofort verwenden. Ich muss da auch nicht unbedingt abpudern mit dem Primer, das geht sowohl gepudert als auch ohne. Ich finde den toll und der ist natürlich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis für mich völlig in Ordnung. Ich werde die Preise einblenden oder unten in die Infobox schreiben, weil ich die nicht mehr alle im Kopf habe, aber ich weiß, es ist ein Primer, der nicht so teuer ist, welchen ich auch in diesem Jahr für mich neu entdeckt habe. Und das ist auch einer, der, glaube ich, so um die 10 Euro kostet. Das ist von Kaleidos, der Tone Activator. Der ist von der Deckkraft nicht ganz so deckend wie jetzt der von Sigma, aber auch deckend. Der sieht so aus, der ist flüssiger, deswegen ist der, ja, wenn es jetzt ganz schnell gehen muss, nicht meine erste Wahl, aber ich liebe den. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die Farben auf dem Primer sehr gut rauskommen, die halten sehr gut. Der macht eine tolle Oberfläche auf der Haut. Der hat so ein bisschen eine rosige Farbe. Ich hoffe, die Kamera fängt es ein. Und der bietet mir einfach genug Deckkraft, dass er ausgleicht. Und er ist auch nicht zu trocken, nicht zu feucht. Der trocknet schön an. Man hat aber Zeit, ihn auf jeden Fall aufzutragen. Man braucht unheimlich wenig. Da muss man bei der Tube ein bisschen aufpassen. Wirklich nur ganz minimal drücken. Das reicht völlig aus. Ja, auch in den bin ich schwer verliebt. So, bevor wir zu den Lidschatten kommen, habe ich noch ein Produkt. Und zwar
einen Eyelash Curler und da ist mein absoluter Favorit, den habe ich in diesem Jahr mir neu gekauft, ist der von Surratt Beauty. Den habe ich, ich glaube, bei Beautylish, auch Niche Beauty führt die Marke. Was an dem so toll ist, also einmal sieht er optisch wunderschön aus, der hat so ein ja, mattes Finish, der fühlt sich auch sehr stabil an, sehr wertig. Und der ist von der Form hier oben weiter. Die anderen Wimpernzangen, die ich bisher benutzt habe, die sind runder und nicht ganz so weit gedehnt wie jetzt der hier von Surratt Beauty. Ich halte mal den von Hourglass daneben. Man kann es in der Kamera kaum erkennen. Ich hoffe mal, wenn ich die nebeneinander halte, kann man es irgendwie sehen. Also der hier, der ist insgesamt kürzer und runder als jetzt der von Surratt. Und für meine Augenform, ich habe ziemlich kleine Augen, ist der wunderbar. Ich komme hier super rein. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mir hier an der Seite irgendwas abdrücke. Also ich habe auch gar keine so ganz runden Augen, sondern ja, mehr ovale Augen. Und ich liebe den, der passt perfekt, zwickt mir mit dem nicht in die Haut und ja, das ist ein absoluter Favorit von mir. Mascaras. Also ich habe in diesem Jahr einige Mascaras getestet und auch einige getestet, die mir sehr gut gefallen haben. Da war jetzt nichts dabei, was meine All-Time-Favorites vom Thron gestoßen hätte, aber es waren so ein paar gute dabei. Aus der Drogerie hat mir ganz gut gefallen oder gefällt mir immer noch. Die sieht schon ziemlich versaut aus und ich habe hier auch noch den Sticker drauf. Das ist die Maybelline Sky High Mascara. Ich glaube, die hat mittlerweile jeder gesehen, weil die super gehypt war. Ich finde die auch gut. Die hat ja so ein flexibles ja, Bürstchen hier oben. Ich komme mit der sehr gut zurecht. Ich benutze die gerne. Das war auf jeden Fall eine schöne Entdeckung. Welche mir auch sehr gut gefällt, ist von Byredo die wasserfeste Mascara. Was mir hier besonders gefällt, ist der kleine Bürstenkopf. Für meine kleinen Augen ist das wunderbar. Ich komme bis an den Wimpernanfang. Super für die unteren Wimpern. Die mag ich sehr gerne. Sieht total witzig aus. Bei der muss man ein wenig darauf Acht geben, dass man die antrocknen lässt, bevor man die Augen zu sehr zusammen squeezt. Sonst stempelt sie sich schon ab. Ist sie aber erstmal trocken, hält sie auch bombenfest. Welche Mascara ich auch in diesem Jahr, ich glaube, die ist letztes Jahr rausgekommen, aber ich habe sie mir in diesem Jahr gekauft. Das ist von Marc Jacobs, die Add Lash Mascara. Die hat erstmal ein wunderschönes Packaging. Gefällt mir gut. Die hat so einen ganz normalen Bürstenkopf. Ich mag das gerne. So, ja, Naturborsten oder halt keine Plastikborsten. Das ist auch eine Mascara, die ich empfehlen kann, die ich gerne benutze. Die gibt's, also die hatte ich mir irgendwo im Sale gekauft. Dann war die auch vom Preis her in Ordnung. Ich finde aber auch da, bei Mascara gibt es auch super Sachen in der Drogerie. Also die hier gefällt mir sehr gut. So, jetzt kommen wir aber zu den Lidschatten. Und als erstes möchte ich starten mit einer ja, Face and Eye Palette. Und zwar die von Charlotte Tilbury. Die hätte ich auch eigentlich in meine Gesichtsfavoriten mit reinmachen können. Ich ja, wusste nicht so ganz, wo ich sie reinpacken soll. Das ist die Instant Look of Love in der Palette in der Farbe Pretty Blushed Beauty. Das ist eine komplette Gesichtspalette. Ich habe da auch ein Video zu. Da ist ein Bronzer drin, ihr Gesichtspuder, ein Blush, ein Highlighter und drei Lidschatten. Und das ist eine Palette, die ich super häufig benutze, wenn es schnell gehen muss. Die hatte ich jetzt auch schon mal auf dem Wochenendtrip mit dabei. Sehr, sehr schön. Man braucht nicht viel, man hat alles in einem. Ich finde die Lidschatten oder den Look, den ich damit rausbekomme, sehr toll. Ich mag die Formulierung von Charlotte Tilbury sehr, sehr gerne. Das sind jetzt die drei Lidschattenfarben. Da ist ein matter Ton mit dabei, ein so Satin Finish und ein ja, Topper Shade. Der matte Ton ist so ein sehr neutrales Braun, fast schon in die kühlere Richtung. Ich finde die wunderbar, sehr leicht zu verarbeiten. Ich kann in der Palette auch den Bronzer, den nehme ich oft als Crease Shade, mit dem dunkle ich ein bisschen ab und dann, wenn es ja, nur für so einen einfachen Tageslook sein soll, dann benutze ich den in der Mitte. Und wenn ich es ein bisschen mehr blingy haben möchte, dann benutze ich noch den Topper Shade. Der gibt dann auch, wenn die Sonne gerade drauf fällt, sehr schöne Strahlkraft. Das sieht sehr edel aus, sehr
Ja, sehr ladylike, möchte ich sagen. Das ist eine wunderschöne Palette, die ich empfehlen kann, wenn man so everyday sucht. Da ist jetzt nichts dabei, was so Crash Boom Bang mäßig ist, aber eine Palette, die ich sehr, sehr lieb gewonnen habe, und das gehört zu einem meiner häufig benutzten Produkte in diesem Jahr oder seitdem ich sie habe. Dann auch eine Palette, die ich sehr lieb gewonnen habe in diesem Jahr, ist von Viseart, die Soleil La Plage. Ich habe gerade gestern ein Video gedreht zu meinen liebsten Sommerpaletten. Da wird sich diese ja doublen, aber ich muss sie hiermit aufnehmen, weil ich sie schon so häufig in dem Jahr benutzt habe. Das sind einmal diese Farben, die sprechen natürlich oder die schreien Sommer, Frühling für mich. Man kann hier sehr neutrale Looks mit schminken. Man hat so ein bisschen Pop of Color mit dem Blau, mit dem Orange oder auch mit dem Gelb. Es lassen sich sehr schöne Looks mit schminken. Ich mag die Formulierung von Viseart sehr gerne. Die hat so, ja, die ist auch gut pigmentiert, aber sehr leicht noch zu verarbeiten. Also die Farben, das sind jetzt hier einmal zwei matte Farben, die sind so ein bisschen pudrig, also genauso die Mitte, aber nicht so sehr. Und die lassen sich sehr einfach verblenden. Es gibt manchmal Lidschattenformulierungen, da muss man echt ein bisschen aufpassen oder man muss gucken, welchen Pinsel man nimmt, damit die am besten arbeiten oder damit es nicht patchy wird oder zu viel. Und ich finde, Visi hat einfach eine Formulierung, die sehr einfach zu handhaben ist. Also wenn man nicht so lange damit verbringen will, einen Augenlook zu schminken, aber doch ein bisschen Farbe haben möchte, dann finde ich genau die Viseart-Formulierung sehr gut. Auch die Schimmerfarben, sie haben da verschiedene Formulierungen. Ich habe jetzt hier unten mal drei geswatcht. Die geben schon Strahlkraft, ohne zu sehr metallisch zu sein. Der blaue, das ist so ein ganz leichter blauer Ton mit so Sparkle ein wenig mit drin. Sehr schön, sehr schmeichelhaft, auch für die Augenlider. Manchmal, wenn es zu metallisch ist, dann sieht man natürlich die kleinen Augenfältchen. Also gerade bei mir sehe ich die dann immer sehr stark. Und das sind sehr schmeichelnde Formulierungen. Man bekommt schon auch bunte Looks mit hin oder kräftige Looks mit hin, aber man kann es auch sehr soft halten. Deswegen, ja, ist das ein absoluter Favorit. Insgesamt die Viseart-Paletten in dieser Größe finde ich alle wunderbar. Da gibt es verschiedene Formulierungen. Also ich habe da noch so eine Purple oder so eine Lilane, die zu meinen All-Time-Favoriten gehört, oder auch eine, die so ganz neutral ist. Also da ist von der Farbauswahl für jeden was dabei und die Qualität kann ich nur empfehlen. Und diese im Speziellen, die fand ich sehr ansprechend. Ich finde die Verpackung süß. Die ist sehr schön gemacht. Die Größe ist toll, die lassen sich super mitnehmen und man bekommt, also ich mag so kleine Pfännchen auch ganz gerne, man bekommt sehr viele Farben in einer ziemlich kompakten Größe und dadurch, dass ich so viele Lidschatten habe, ich brauche nicht so riesen Pfännchen, ich gehe sowieso nicht, also ich schaffe es eh nicht, eine Lidschattenpalette aufzubrauchen. Deswegen sind die ideal, da kann man verschiedene Farbschemen ausprobieren für sich und hat doch eine ganze Menge an Farben für sein Geld mit dabei. Dann Natasha Denona, und zwar die Mini Love Palette von Natasha Denona. Das war der Release, der mir in diesem Jahr am besten gefallen hat. Das ist eine kleine 5-Lidschatten-Palette. Es ist gewohnt Natasha Denona Qualität, also die sind sehr toll, die matten Farben sind super, die haben eine tolle Deckkraft, die Schimmerfarben sind sehr schön und ich finde, also man hat hier einen so Duochrome mit dabei, man hat zwei Satin Finish mit dabei hier und zwei matte Farben. Ich liebe die Farbzusammenstellung, die kam ja zum Valentinstag, glaube ich, raus und ja, das passt natürlich sehr gut. Ich mag aber auch ansonsten gerne diese Farben und die Palette habe ich super gerne benutzt. Man bekommt, obwohl es nur 5 Farben sind, doch verschiedene Looks mit hin. Das hat mir auch sehr gut gefallen und ja, das ist so ein bisschen eine Farbschemasache. Natasha Denona, ich glaube, da ist die Qualität auf jeden Fall da. Die Lidschattenqualität gehört zu einem meiner liebsten Lidschatten. Sehr, sehr schön. So, dann kommen wir zu der Beautopsy-Palette von Hindash. Das war ein
neuer Launch in diesem Jahr. Da habe ich auch ein ganzes Video zugemacht. Da sind nur matte Farben mit drin, mit so einem Farbverlauf, sodass man mischen und mixen kann und doch auch hier sehr viele verschiedene Farben in einer Palette vereint hat. Das ist jetzt eine nur matte Palette und ich bin eigentlich eher so das Schimmerkind. Also ich gehe oftmals mehr für Looks, die komplett mit Schimmer sind, als mit matt. Aber die Palette hat mich dazu gebracht, doch mehr auch mit so rein matten Looks zu spielen. Und auch die sind natürlich sehr schmeichelnd für die etwas reifere Haut. Und die Formulierung finde ich super. Die pudern gar nicht. Die sind soft formuliert. Also das ist jetzt auch nicht so Crash Boom Bang von der Pigmentierung. Aber es ist auf jeden Fall genug Pigmentierung da, dass man mitarbeiten kann. Die ja, sind so fein gemahlen und so soft. Da finde ich die Qualität bombastisch. Die habe ich sehr oft benutzt mit so Single-Lidschatten. Ja, wenn ich sage, okay, ich brauche nur was Mattes für die Crease und top das mit einem von meinen Single-Lidschatten, die so ein bisschen schimmriger oder glitzeriger sind. Der Aufbau der Palette, der hat mir total gefallen. Und dann auch die Formulierung ist super. Kein Fallout, sehr leicht zu verarbeiten, super einfach zu verblenden. Eine wunderschöne Palette. Von Pat McGrath hat mich ihr neuestes Quad, was sie rausgebracht hat, das ist das Venus in Fleurs Luxe Quad Voyeuristic Vixen. Die sieht so aus. Da habe ich auch ein ganzes Video zu. Das ist eine sehr schöne, tragbare Palette, die ich auch schon häufig dieses Jahr verwendet habe. Man hat hier einmal einen matten Ton mit dabei, so ein ja, Burgunderton. Dann hat man zwei so Satin-Finish, so metallisch, aber auch so Finishes, die man, ja, also ich zumindest, auch in der Crease verwenden kann, gerade den Ton hier. Und man hat hier einen so, ja, Special Shade, der ist so ein bisschen krümeliger, bei dem muss man ein bisschen aufpassen, sonst hat man sehr starken Fallout. Aber wie man sieht, der changiert so ins Lila, Pink, Rosa, Gold. Der gibt einen wunderschönen Effekt. Und ich finde, das ist von der Color Story eine Palette, die ja zum einen super tragbar ist, die man sehr schön aufpimpen kann. Ich habe da jetzt auch schon, obwohl es nur 4 Farben sind, mehrere Looks mit geschminkt. Und die hat mich völlig umgehauen. Da, also bei diesem matten Ton, überhaupt bei Pat McGrath, da darf man ein bisschen vorsichtig sein. Also nicht zu viel auf den Pinsel, nur leicht reintippen. Schön abklopfen, weil das sind Pigmentierungen. Da kann schnell mal passieren, wenn man ja, das nicht weiß und geht da so ordentlich rein mit dem Pinsel, dann hat man zu viel auf dem Auge und dann wird es schwierig, das zu verblenden. Wenn man aber vorsichtig arbeitet, ist die Lidschattenqualität eine, die ich super gerne mag. Also ich liebe Pat McGrath Lidschatten, aber ich habe auch schon von einigen gehört, dass sie sie nicht so gut finden und dass sie sagen, ach, mit den matten Farben, die arbeiten für sie nicht so gut oder sind zu pigmentiert oder irgendwas. Und das ist dann so Präferenzsache. Also das sind Farben, da bekommt man also insgesamt auf jeden Fall ordentlich, ja, Pigment. Aber das sind jetzt auch keine Farben, wo man ja so mit kräftiger Hand reingehen darf, sondern da muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen gewählt, auch gucken, welchen Pinsel verwende ich, um welchen Effekt zu erzielen. Also die sind für mich einfach nicht so einfach zu handhaben, wie jetzt zum Beispiel von Viseart oder von Charlotte Tilbury. Das sind so softe, da kann man nicht so wirklich viel falsch machen. Mit Pat McGrath Lidschatten ist es mir schon auch passiert, dass ich mal ja overboard gegangen bin und einfach zu viel hatte und dann muss man schon ein bisschen arbeiten, dass man es wieder hinbekommt. In dem Fall aber, dieses Quad ist eins meiner absoluten Favoriten von all ihren Quads. So, jetzt kommen wir zu ja, einem fast Gegenteil und zwar zu Suco. Die haben dieses Jahr ein paar Quads rausgebracht mit einer neuen Formulierung. Was mir an Suco Lidschatten sehr gut gefällt, und das unterscheidet sich jetzt total von den Pat McGrath Lidschatten oder auch Natasha Denona, die sind so ein bisschen gediegener. Ja, einfach ein bisschen gedeckter von den Farben her, auch von der Formulierung. Die sind nicht so tief pigmentiert. Das ist jetzt einmal das Quad hier. Das ist die Nummer
02. Das ist eine wunderschöne Alltagspalette. Die haben oftmals eher so Satin-Finish und so, ja, so ein bisschen schimmrige Farben mit dabei. Gerade in der Palette sind drei Farben, also die äußeren drei hier, sind alle in so einem Satin-Finish und nur das hier, das ist eher so ein Topper-Shade. Der hat keine eigene Deckkraft, sondern der gibt so ein bisschen Glitzer mit drauf. Die Formulierung ist aber auch, das ist eine, die super leicht zu verarbeiten ist, die sich sehr leicht aufbauen lässt. Jetzt mit der neuen Formulierung ist auch die Pigmentierung auf jeden Fall kräftiger geworden. Die alten Lidschattenpaletten, die waren noch softer. Die sind jetzt kräftiger pigmentiert und auch hier bekommt man jetzt schon Looks hin. Also je nach Farbschema, welche Palette man hat, die tiefer sind. Jetzt mit dieser Palette, da sind einfach keine so dunklen Farben mit dabei. Da hält sich das mit der Farbtiefe in Grenzen. Aber der Shade, also die sind schon sehr, sehr gut pigmentiert, lassen sich aber immer noch sehr einfach verarbeiten. Und was mir insgesamt an Suku gut gefällt, ist, dass die Farbzusammenstellungen haben, die etwas außergewöhnlicher sind, meiner Meinung nach. Also die jetzt ist wahrscheinlich die langweiligste oder neutralste Palette. Ich habe aber auch zum Beispiel die hier, die ist so ein bisschen grunchiger, so ein bisschen dunkler und da hat man so einen Grauton, einen Braunton und hier so einen grünen Ton mit dabei, der wunderschön ist. Das ist so ein Grün-Grau und der hat eine schöne Strahlkraft. Da hat Suku oftmals so Quads, die nicht so üblich sind oder die so ein bisschen aus diesem Mainstream rausgehen. Ich habe auch noch die hier, auch wunderschön und auch von den Farbtönen. Ja, die sind speziell dieses Rot, was da mit drin ist zum Beispiel. Das ist ein Rot, was ich nicht so oft in meiner Kollektion habe. Gefällt mir so sehr gut. Das ist ein Rot, aber doch so ein bisschen gedeckteres Rot oder auch so ein bisschen, ja, so ein kühles Rot auf jeden Fall. Die haben mich in diesem Jahr begeistert. Dann, was mich noch begeistert hat, die gibt es leider nicht mehr, ist von Kaleidos die Club Nebula Palette. Die ist in Zusammenarbeit mit Angelica Nyquist. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus. Das ist eine YouTuberin. Ich verlinke ihren Kanal mal unten. Wenn man mal bunte Looks sehen will oder ja, sehr farbenfrohes Make-up, dann lohnt es sich, bei ihr reinzuschauen. Die ist eine YouTuberin, die super bunte Looks macht. Von der habe ich mir auch schon ganz, ganz viel angeguckt. Ich mag ihre Art total gerne. Und sie hat eben diese Palette in Zusammenarbeit mit Kaleidos rausgebracht. Allein die Verpackung, also da ist Kaleidos eh ja, ganz vorne mit dabei. Die Palette sieht von innen so aus. Wie gesagt, diese gibt es leider nicht, aber die Lidschattenqualität von Kaleidos mag ich mittlerweile sehr, sehr gerne. Ich finde die Farbzusammenstellung bombastisch. Das ist natürlich so, schon ein bisschen bunter, aber auch so ein bisschen, ja, gedeckter, nicht ganz so schreiende Farben. Da bekommt man wunderschöne Looks hin. Und ja, qualitätsmäßig, diese metallischen Töne, die sind halt auch metallisch. Das ist jetzt zum Beispiel der blaue, der hat so einen Shift, der geht richtig ins Lila. Ja, leider, glaube ich, kann man das hier gar nicht sehen. Meine Lichter nehmen das raus, aber der schauschiert so ins Lilane. Das sind halt so Farben, die sind nicht so wirklich Understatement. Die haben auch verschiedene Formulierungen hier mit drin, aber die metallischen Töne sind auch wirklich metallisch und die leuchten auch sehr stark. Wenn ich für so einen soften, edlen Look gehen möchte, dann ist das jetzt nicht meine liebste Lidschattenformulierung, aber wenn es dann auch gerne mal ein bisschen mehr sein darf, dann habe ich die sehr lieb gewonnen und ich finde die auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Man kann die toll bestellen. Das dauert nur immer so 2 Wochen, bis die Sachen da sind. Aber ich habe jetzt schon einige Male bei Kaleidos bestellt und ja, das ist jetzt mittlerweile eine Brand, die ich auf jeden Fall auf meinem Radar habe. Und wenn da ein schöner Launch rauskommt, dann ist die auch bei mir dabei. Ich habe mir jetzt gerade auch die neueste bestellt. Die ist nur noch nicht bei mir. Aber die Palette hat mich praktisch eingeführt in die Welt von Kaleidos. Welche Palette ich auch dieses Jahr super häufig benutzt habe, ist die Pink Sakura, die 849, das Quint von Dior. Das ist auch eine, ja,
sehr spezielle eigene Formulierung. Das muss man mögen, um die Lidschatten zu mögen. Ich mag die Quints sehr gerne. Das sind jetzt Farben, die sind schon gut pigmentiert, aber jetzt nicht so wie Pat McGrath. Ich meine, die hier, die Pink Sakura, die gehört jetzt noch zu einem, ja, zu einem der Farben, wo ich sage, da bekommt man schon sehr kräftige Augenlooks auch mit hin. Aber die Formulierung, also es sind oftmals keine wirklich matten Töne dabei. Der hier ist jetzt matt, aber es gibt auch Quints, die gar keinen matten Ton mit dabei haben. Das ist eher so ein seidiges Finish oftmals, wie der jetzt hier oder der. Und die schmeicheln dem Auge. Die finde ich, also mit den Lidschatten oder den Quints von Dior, bekommt man halt einen sehr speziellen Look hin. Und zwar so ein bisschen edlen, für mich, ich kann es am besten beschreiben, so einen erwachsenen, edlen Look mit schon Farbe. Also sie haben verschiedene Farbformulierungen, dass man schon so ein bisschen spielen kann, aber es sieht nie over the top aus. Die Lidschatten sind nicht dafür ausgelegt, dass es jetzt so sehr kräftig aussieht, sondern ja, die schmeicheln durch ihre Formulierung auch dem reiferen Augenlid sehr, sehr gut. Das ist eine Lidschattenformulierung. Ich glaube, die wird nicht jedem gefallen. Mir gefällt die sehr gut. Die Quints sind oftmals Quints, die ich sehr gerne auch auf der Arbeit trage, weil ich Looks tragen kann, die ein bisschen Farbe mit drin haben, ohne gleich, dass es zu kräftig ist, wie zum Beispiel bei der Kaleidos Palette. Das blinkt mir zu viel auf der Arbeit. Da möchte ich es dann etwas gedeckter haben und da verwende ich ganz oft die Dior Quints und dieses Quint im Speziellen hat mir super gefallen. Da finde ich auch die Pigmentierung noch ja, sehr viel kräftiger als jetzt bei manch anderen von den Quints und ich stehe auf Lila. Wenn man Lila mag, kann ich die Palette auf jeden Fall empfehlen und wenn man so ein bisschen Farbe mag, aber nicht so over the top. Also vielleicht auch, wenn man mal irgendwo ist, die einfach mal swatchen und die einfach mal so ausprobieren. Das sind jetzt die Farben und da sieht man schon, ja, das ist einfach so ein bisschen gedeckter. Die haben so einen leichten Sheen mit drin, alles sehr soft und sehr edel. Ist aber ein Look, für den ich sehr oft gehe im Alltag, deswegen gehören die auf jeden Fall dazu. Da kann ich auch noch nennen, zum Beispiel von Chanel die Paletten. Da ist jetzt so, also da gab es auch eine lilane gerade eben, da habe ich ein Video zu und die hier, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die sind sehr gut pigmentiert, aber geben auch so einen ähnlichen Effekt. Das sieht alles so ein bisschen, ja, nicht so schreiend aus, sondern etwas gedeckter. Aber wunderschön und das sind so Sachen, gerade bei diesen High-Fashion-Brands oder Luxusmarken, da muss man immer schauen, ist das ein Look, der mir auch gefällt und für den ich gehe. Also die kann man jetzt nicht mit Pat McGrath oder Natasha Denona vergleichen. Das ist einfach eine ganz andere Formulierung. Die wollen einen anderen Look erzielen. Deswegen kann ich für mich immer nicht sagen, ist jetzt Natasha Denona besser als die hier? Nicht unbedingt. Es bietet einfach etwas ganz anderes. Und manchmal sind mir einfach solche Lidschattenpaletten lieber als jetzt eine total schreiende Palette von Pat McGrath oder Natasha Denona, die sehr kräftig von den Farben sind. Manchmal gehe ich für diesen, gerade so dieses Satin Finish in diesen Formulierungen, finde ich wunderbar und ja, ich gehe oftmals für den Look. Wenn man sowas mag, kann ich die empfehlen. Dann kommen wir langsam schon zum Ende und zwar, ich habe noch eine Palette, die geht jetzt auch eher in diese Luxusrichtung und auch von dem Look her eher in die Richtung wie Dior oder Chanel und zwar von Tom Ford. Diese Palette First Frost, das ist seine Dry and Wet Formulierung. Die ist auch ja was ganz Spezielles. Die Töne kann man sowohl trocken als auch nass verwenden. So sagt das, da sind nur Schimmerfarben drin. Ich liebe die, ähnlich wie zu den anderen. Die sind sehr gut pigmentiert, aber den Effekt, den sie bieten, ist einfach ein anderer als jetzt von anderen Marken. Und die im Speziellen die 04 First Frost, die gefällt mir besonders gut und die habe ich in diesem Jahr auch schon sehr häufig getragen. Das ist eine Limited Edition, da weiß ich gar nicht, ob es die noch zu kaufen gibt. So, und dann cheate ich noch ein wenig und zwar mit der Scott Barnes Glamazon Palette Nummer 2. Das ist seine zweite große Lidschattenpalette, die er rausgebracht hat. Die kam letztes Jahr im Dezember raus. Ist aber bei mir erst, also ich glaube, also wirklich in der letzten Dezemberwoche angekommen und ich habe sie erst angefangen zu benutzen in diesem Jahr. Deswegen packe ich sie hier mit rein.
Das ist eine Palette, das ist auch die, die ich gerade auf dem Auge habe. Die sieht so aus, die erinnert erstmal oder vom Farbschema so ein bisschen an die Glam-Palette von Natasha Denona. Ich liebe die Lidschattenqualität von Scott Barnes und man bekommt hier sehr viele Farben. Also das ist jetzt die Glam-Palette von Natasha Denona, ist ja mehr wirklich in so eine Richtung, so ein bisschen grau, ein paar neutrale. Und er hier hat nochmal so ein wenig Lila mit drin, ein bisschen ins Bläulich gehende und etwas Grün, aber auch ne zwei neutrale Töne. Und die ist super vielseitig, wenn man kühle Töne mag. Die Lidschattenqualität finde ich super gut, sehr schön mitzuarbeiten. Die Schimmerfarben sind auch sehr, sehr schön. Die sind auch sehr schmeichelnd. Insgesamt lässt sich mit der Palette einfach wunderbar arbeiten. Es lassen sich sehr, sehr schöne Looks mit ihr kreieren. Ich bin ja hoch verliebt in diese Palette und habe die in diesem Jahr auch schon sehr oft benutzt. Ich habe auch die erste Palette von ihm, das ist jetzt die Natural Palette mit so komplett natürlichen Farben. Das ist so die perfekte Neutral Palette für mich, auch von der Qualität her super gut. Die Paletten werden, glaube ich, jetzt bei Purish verkauft. Da gibt es ja auch immer mal Codes von ganz vielen YouTubern, dass man 15% drauf bekommt. Ich glaube, die kosten so über 80 €. Aber also ich habe die Paletten jetzt bei Scott Barnes direkt bestellt und ich bestelle seine Sachen nur im Sale, weil er so oft Sales anbietet und dann auch oft bis 30%, dass ich sage, zum vollen Preis würde ich sie mir nicht kaufen, weil einfach dafür gibt es zu viele Sales. Aber die Qualität dann ist überragend. Ich mag die sehr, sehr gerne. Das ist eine Marke oder eine Brand. Ich finde, da wird viel zu wenig drüber gesprochen, gerade über die Lidschatten, weil die zu einem meiner liebsten Lidschattenformulierungen gehören. Na, man kann ein bisschen soft mitarbeiten, die sind aber sehr schön pigmentiert, sind aber auch anwenderfreundlich, also die sind nicht so schwer zu verarbeiten. Alles in allem wunderschöne Qualität. Scott Barnes habe ich auch immer auf dem Radar, wenn ein Farbschema rauskommt, was mir sehr gut gefällt. Dann war es das jetzt schon mit meinen, ja, glaube ich, meisten Favoriten. Ich habe jetzt die, was ich erst die letzten 2 Wochen getestet habe oder die letzten paar Wochen, die habe ich jetzt noch nicht mit reingenommen, weil ich die nicht oft genug testen konnte. Welche mir da noch so einfällt, ist von Louboutin. Die Palette, die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die Verpackung gefällt mir gut. Das ist jetzt von den Farben so ein Zwischending zwischen so diesen High-Fashion-Brands wie Chanel und Dior. Und dann einer Natasha Denona. Es ist eine sehr schöne Qualität von den Lidschatten. Da sind so Baked Gelees mit drin. Gefällt mir ganz gut. Ist ein hochpreisiges Stück und ist eine witzige Verpackung. Gefällt mir. Deswegen ist das so eine, wo ich sage, mal schauen, wie sich das Jahr über verhält. Und was ich auf jeden Fall auch noch kurz erwähnen möchte, ist die ABH Norvina Collection Palette, die Volume 5. Ich bin ein lila Liebhaber, ich habe es vorhin schon gesagt. Und ja, das ist dann natürlich die Palette meiner Träume. Und ja, ich habe sie leider noch nicht so lang, deswegen ist das jetzt nur so ein kleiner. Ich wollte sie nur erwähnen. Ich finde, alle Farben, die ich bisher benutzt habe, funktionieren wunderbar. Ich bin sehr begeistert von der Qualität. Man hat verschiedene Texturen drin. Da glaube ich, also das könnte eine Palette werden, die ja in meine All-Time-Favorites mit einsteigt, weil ich die Color Story so gelungen finde. Die bleibt auch in dem Thema. Also im Gegensatz zu den anderen Paletten, die waren mir immer ein wenig zu wirr, gerade wenn man so große Paletten hat, ist das für mich auch oftmals so erschreckend, was soll ich mit den ganzen vielen Farben machen? Und die finde ich aber vom Farbschema sehr passend. Man hat hier unten so ein bisschen neutralere und hier so die lila und helleren Farben, so leichte Abstufungen, ein bisschen ins Orange gehende oder ins Heller gehende, aber es ist jetzt nichts dabei, es ist jetzt kein grüner Ton mit drin oder irgendwas, was hier völlig oder was ganz was Blaues. Und das finde ich so schön an der. Auch die braunen Farben, das sind eher so Burgunder,
Brauntöne wunderbar. Wenn man das Farbschema mag, kann ich die empfehlen. Das ist meine erste Norvina Palette, aber von der bin ich total begeistert und ich bin von der Qualität begeistert. Super. Jetzt sind wir beim Ende angekommen. Lasst mich super gerne wissen, was eure Top-Lidschattenpaletten in diesem Jahr waren. Gerade bei Lidschatten finde ich es auch immer super spannend, weil hier die Geschmäcker völlig auseinandergehen und ich ja jemand bin, der sich so gar nicht auf irgendwas festlegen kann, höre immer sehr gerne, welche Lidschattenpaletten bei anderen die absoluten Favoriten waren. Ansonsten bedanke ich mich wie immer ganz herzlich für eure Zeit. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und dann alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!